Moin Moin ihr geilen Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Secret Hitler. Der Bram ist im Urlaub, aber sonst haben wir hier an der Faschorunde immer noch die üblichen Verdächtigen Mikkel, Peter, Sepp, Dadosch, Jay, Husaren, Christian und Dalukat. Hallo. Hi. Hey. Hey. Hallo. Jay, du hast hier nicht alles weggemacht. unten in der Videobeschreibung steht drin, wer ist, beziehungsweise wer die Faschos und wer Hitler ist. Und wenn ihr noch hier aus meiner Sicht jetzt sehen wollt, was ich bin, dann zeige ich das jetzt. Ansonsten steht das bestimmt in der Beschreibung. Ja. Aber dann weiß ja direkt alle, nur Jay. Ich habe heute übrigens richtig gute Laune. Ich habe gerade eben 200 Packungen Frischhaltefolie bestellt. Denn die Menschheit ist gerettet. Plastik ist nicht mehr unser Problem, denn Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Raupen der Wachsmotte Plastik fressen können. Ja, aber die braucht doch ein Jahr für einen Zentimeter, oder? Ja, da musst du einfach ein bisschen mehr Motten züchten, das ist halt auch kein Problem. Motten züchten. Irgendwann haben wir nur noch Motten. Perfekt. Geil. Ich möchte die Zone entfernen. Hier. Nee. Ja, natürlich! Ja, würfel noch mal. Aber es war wirklich so. Das glaube ich, aber es ist... Vielleicht bist du ja noch mal rot. Ja, guck mal, das ist doch fast genau. Guck mal, vom letzten Mal auf den ersten. Das ist doch richtig geil. Jay ist gefickt. Nee, Jay ist nicht gefickt, weil Jay nehme ich jetzt. Oh, ja, der wird jetzt von dir gefickt. Ja, aber Jay nimmt auf. Ja, mega geil. Also den als letzten dann aus dem Spiel zu nehmen, macht halt einfach... Keine Böse. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Er sollte jetzt die ganze Zeit als Bundeskanzler... Ja, das Teamwork hier. Ich finde es jetzt schon anstrengend, Alter. Was, Mikkel? Was? Ich habe mir letztens eigentlich überlegt, ich sollte einfach die Leute nehmen, die ich eigentlich ganz gut lesen kann am Anfang. Das Problem ist, Jay nimmt halt auf und den als letzten einfach... Ja, du spielst doch nur deinem Abi zu. Man kann mich doch super lesen. Ja. Also die Kommentare schreiben immer, dass man mich super lesen kann. Also, wenn du ein Buch wärst, wärst du mehr so ein Kinderbuch. Kommentare kennen ja auch deine Rolle, Jay. Ja, ach du Kacke. Du musst, ja genau. Jay. Du musst noch ja oder nein machen. Oh Gott, ja. Mikkel ist auch schon wieder verdächtig. Ja, ich dachte, das ist hier schon eine Diktatur jetzt. Mikkel, ich dachte schon, du würdest mich nicht wählen wollen, ey. Nee. Jay, du hast jetzt die einzige, du hast jetzt die Wahl. Ja, legen wir eine Rode jetzt. Oder so mal ziehen. Was? Habt ihr gemischt? Ja, ne? Ja, ich hab mehrmals gemischt. Ja. Mehrmals hab ich jetzt. Er hat danach auch kontrolliert, ob es gemischt ist. Immer zwei rote, eine blaue habe ich reingemischt. So in der Reihenfolge. Er fällt jetzt schön durch. Das wäre aber okay, dann würden wir jetzt die Faschos ziemlich schnell rausfinden. Ja, dann hätten die gewonnen. Stimmt auch noch. Okay, Jay. Ah, leg mal einfach. Gut, fangen wir halt mit Road an, ist auch nicht schlimm. Jetzt entscheidet er sich, ob er eigentlich falsch ist melden? Oder lieber rein. Ne? Nee. Ist aber schon schlecht, wenn du das musst. Seht ihr, wie sein Mauszeiger ist? Ich muss jetzt was sagen. Also Jay hatte eine harte Wahl. Ja, okay. Ich wollte einfach nur sagen, das ist schon mal ein richtig guter Start. Ja, Jay. Und Jay, wir haben jetzt auf jeden Fall das Vertrauen der Bürger. Danke, Christian. Ja, kein Problem. Dafür, dass ich entscheiden durfte, was ich machen kann. Ey, ich wollte dafür hast du mal lange gebraucht. Ich wollte dich nicht außen vor lassen. Ja, also okay. Nicht Jay, also... Sepp, also solange jedes Mal mache ich die Dinger groß, damit das die Handy-Leute sehen können. Ah, okay. Ja, du kannst ich muss das erklären. Das nervt halt, weil ich halt wirklich jede Folge erklärt kriege. Und ich glaube, halt jedes Mal bist du das, der Monat. Sagt, wow. Dass es zu lang ist. Oh, jetzt schon das nervt hier halt. Schon zwei, ich glaube, Jay und Sepp sind nicht im selben Team. Wahrscheinlich schon, und dann macht das Team. Oder einer von den beiden weiß nicht, dass er im Team ist. Was ist denn jetzt hier wer? Natürlich dadurch, dass wir einer weniger sind, ein bisschen mehr aufpassen mit wen wir da auf jeden Fall rauswählen. Dalu und Dadosch ist natürlich die Dada. Also die braun-weiße Koalition hat jetzt schon mal nicht so viel gerissen. Mach dir da mal keine Sorgen. Jay, ich bin auf deiner Seite schon. Mal gucken, was denn die Alternativen und die SPD so kann. Oder die spirituellen. Wer von den beiden ist denn bitte für dich die SPD? Ja, hier, Rot. Ach so, Rot, Dalu, okay. Ja, und Dadosch sind die spirituellen. Gucken wir da so. Ja, das sind die Violetten. Was sagst du denn heute? Nicht, dass die spirituell was sagt sind. Denn das Magie Klar. Und heute? Aha. Hey. Aha. Safe Fashion. Die Fraktion ist ja awesome.
Was wie sieht's bei euch aus? Wir hatten zwei rote gehabt. Ich habe einen abgelegt und er. Ja, hä, er hat mir zwei blaue gegeben, der Lügner. Richtig viele blaue drin. Das ist gut. Sehr gut, blau gelegt, Diskrepanzen doch trotzdem. Bist du jetzt nicht in meinem Team? Ich muss gucken, wer es ist. Folge ich jetzt dem Muster oder will ich einfach meinen. Oder dein willst. Führer. Oder was oder will ich mein der Führer. Satz enden? wie sollte der Satz weitergehen, Wickel? Ich verstehe schon. Ich verstehe, in welche Diskussion mich das jetzt bringt. Ich bin echt der Letzte, fällt mir gerade auf. Das ist ja richtig scheiße. Können wir trotzdem mal, wie sollte der Satz der Letzte, zu Ende gehen? Du bist mega Präsident scheiße. Gleich. Mickel, was war denn das Wort? Ja, da letzte genau, was kommt denn nach mein, Mickel? Meinen guten alten Buddy Peter. Ja. Wieso hast du das denn erst Peter geben wollen und dann doch an Sepp? Weil das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt. Also ich habe grundsätzlich gute Erfahrungen mit Peter gemacht bei Secret Hitler. Aber ich habe jetzt schon keinen Bock auf die Diskussion, wenn ich nicht dem Muster folge, was bisher hier angewandt wurde. Also er hat nicht den und habe jetzt trotzdem wieder die Diskussion. Das ist eine Begründung, aber Mickel, du musst trotzdem bitte die New Life-Regel beachten. Das ist bei diesem Spiel ganz wichtig. Genau, das Mikkel, ist das war, du ja wieder neu. Ich habe in dem Spiel noch nichts gemacht und wegen Hitler. Deiner komischen Laber. Peter schon raus. Wie ist nochmal das neue Buch, was bist du da geschrieben hast? Mein Kampf auf dem Secret Hitler-Tisch? Nee, oder wie hieß das? Oh, das wäre auch nochmal ein schöner Ansatz, wo ich ansetzen könnte mit dem Buch. Mein Krampfführer Peter. Dürftest du mein Krampf. Also, das ist geil. Mein Krampf doch sogar nennen, oder? Ich fand das nicht gut. Ja, ich glaube schon. Ja, ist doch Satire. Ein Gesundheitsbuch. Mein Krampf von der Apothekenumschau. Ja, Peter, und weißt du, wer dann raus ist? Mickel und ja, aber wir das wäre okay. Peter jetzt nicht wählen. Das macht doch keinen Sinn. Mickel, da sind jetzt 5 blaue in dem Stapel drin gewesen. Du hast echt eine hohe Chance. Sekunde, ich muss kurz den Mops hochheben. Du hast aber geguckt, nach dem Mickel die 3 Karten. Das ist nie bestätigt, Sebastian. Außerdem hast du gerade geguckt, nachdem die Karten schon weg waren. Also, nachdem was gesagt wurde, öffentlich, sind da 5 blaue. Ja, okay, das heißt, dass nur ihr könnt gelogen haben. Ich wollte gerade sagen, aber das stimmt, macht doch keinen du kannst Sinn, nicht gelogen haben, oder wie? Nein. Ja, aber er hat doch eine blaue gelegt. Warum ja, und der könnte doch trotzdem 2 blaue gehabt haben und sagt nur, er hätte eine blaue drin gehabt. Also, was ist das für eine Aussage? Jetzt wird hier schon wieder. Aha. Das war ganz schön eindeutig. Der Wickel, was hast du gezogen? Peter und ich habe 3 blaue gezogen. What the fuck? Ah, das ist doch hier. Du hast 3 blaue gezogen. Ich habe 3 blaue. Also, irgendwo Alter. Wurde ich hier schon Schundluder getrieben von. Ich habe doch gesagt, ich habe. Nee, Moment, ich habe. Nein, Moment. Das würde in die Richtung gehen. Ja. Echt? Ich weiß, also es ist schon ein hoher Zufall, 5 zu ziehen, nachdem du hast 3 blaue. Als dritter dran. Aber dann kommt das doch hin, oder? Am Anfang waren noch 3 rote angeblich. Genau. Und wir hatten 2 rote. Das passt schon. Ja, wir hatten 2 rote und ihr habt. Okay. Ja, das passt. Ja. Ah, gucken wir mal. Ich denke, einer von euch ist. Alle sagen die Wahrheit. Aber jetzt kommen wir zum. Jetzt kommen wir zum bösen Feld. Der hat irgendwas am. Irgendwo hat er Dreck am Stecken hier, glaube ich. Alter, ich hab keinen Bock mehr. Er hat auf jeden Fall irgendwas stecken. Wir kriegen auf jeden Fall. Der vor mir zieht 3 blaue. Aus irgendwelchen Gründen habe ich Dreck am Stecken. Das kann jetzt nur in die Hose gehen. Ja, das ist da wenig einfach mit rein. Nein! Ja, da bin ich für. Ich nicht. Das ging jetzt ganz so schnell. Hier war keine Diskussion. Was ist denn das? Ja, was willst du diskutieren? Dalu hat als Präsident eine blaue gelegt. Als einziger von denen, die bisher gewählt waren. Das ist die einzige logische Wahl. Mickel auch. Mickel kann ich nicht nehmen. Nee. Ja, okay. Oh, das ist korrekt. Macht in gewisser Art und Weise schon Sinn. Finde das ein bisschen schade, dass hier der beste Bundeskanzler der Welt rausgelassen wurde. Ja, aber der beste Fasche wurde gewählt. Ja, Jay, der Beste, der hier die erste Faschung gelegt hat, oder was? Der beste Faschung laut Statistik. Ach ja, stimmt. Der beste Liberale wählt den besten Faschung. Ihr müsst doch immer auf euren, ihr müsst doch auf euren MVP achten. Ja, das macht ihr aber nicht. Und Jay, du bist halt in beiden Lagern MVP, ne? Das macht dich gefährlich. Da bin ich ja nicht. Er ist der Allrounder. Ich bin ja so, mal so. Ich bin der Allrounder, richtig. Ich bin der ist doch in beiden Lagern. Was denn sonst? Nee, das macht ja dann wenigstens. Okay. Ich finde auf jeden Fall das Sumpflager besser als das. Verdächtig, dass er eine Karte abgelegt hat? Ja. Ich fand verdächtig, Peter. Wie er sie abgelegt hat. So langsam, ja. Das habe ich auch direkt gesehen. Dalu hat jetzt so lange gebraucht. Nee, da hat die Karten doch gerade für sich überlegt. Auch noch jetzt hat er die falsche weggelegt und nimmt nochmal die Hand. Na, was? Ich hatte 2 rote, hab eine wettgelegt. Dalu hat auch eine rote weggelegt. Oh yeah, back in the game. Ja, okay. Wie viel Moment, aber das bedeutet, da gibt es noch eine blaue. Das bedeutet, egal ob Sepp jetzt gewählt wird oder nicht, oder wer auch immer gewählt wird, wird jetzt 3 rote legen. Eine blaue könnte da drin sein. Oder?
Wir hatten doch drei. Wir müssen ein bisschen hoffen, Jay. Also zwei wurden weggelegt, das heißt, eine blaue ist noch da drin. Sollte diese blaue gefunden werden in der nächsten, also muss ja nicht, weil wenn die in den letzten beiden bleibt, wird die ja wieder reingemischt. Aber sollte die in dem nächsten Zug mit drin sein, könnte uns das bestätigen, Jay, dass wir drei rote hatten. Das stimmt. Das ist und wenn das so ist, dann sind wir aber die Liberalen. Ja, Moment, du darfst aber auch nicht den Umkehrschluss machen, wenn die blaue jetzt nicht kommt, heißt das immer noch nicht, dass wir safe eine drei roten haben. Doch, doch. Nein, das geht doch nicht. Nein, genau so. Nee, aber das wäre tatsächlich geil, weil das würde... Das ist auf jeden Fall richtig, was Christian sagt. Ja, das wäre ganz geil. Ja, schon, aber wir würden im Endeffekt behaupten, dass... Ja, lass das erstmal passieren, aber ich habe dann auf jeden Fall schon eine gute These, die hier einige überführen wird. Aber das muss dann erst mal, das muss dann aber erst mal passieren. Das Spiel ist direkt Peter, vorbei, wenn jetzt überlegt wird. Ja, das wegen dem Bild. Okay. Ich fand ja den liberalen Mickel, fand ja schon. Komm, mal, nimm mal. Oh, nee! Nimm doch. Dadosch hatte die Wahl und hat blau gelegt. Falls es mit den Blauen jetzt nicht hinkommen sollte, damit die drei Roten am Anfang raus sind, nimm doch Jay oder mich. Nimm Dadosch, er hat blau gelegt. Mit okay, Wahl. Was macht das für einen Unterschied? Warum ziehst du mich jetzt damit rein? Weil ich dann auf jeden Fall weiß, was für zwei Karten gekommen sind und du dann nicht einfach sagen kannst, hier war leider doch nicht. Dadosch hat sich effektiv für blau entschieden. Yes. Hä? Dadosch würde ich nicht nehmen, weil Dadosch eh gleich dran ist. Ja, aber wir können auch jetzt das erste. Also ja, ich finde Dadosch auch cool, aber ich würde ihn nicht nehmen, weil er dann Doppelpower cool, habe ich nicht gesagt. Okay, der erste Präsident war Christian, oder? Ja. Aber wenn jetzt, pass auf, wenn jetzt Sebastian Christian nimmt als Beispiel und da jetzt wieder eine rote gelegt wird, dann sieht das doch einfach richtig scheiße aus für Sebastian dann auch, oder? Es wird ja sehr wahrscheinlich eine rote kommen, Jay. Weil Christian ja dann wirklich für jede rote mitgesorgt hätte. Auch wenn er das jetzt dann halt nicht kann im Zweifel. Jay. Aktuell ist ja nur eine blaue verschütt gegangen im Zweifel. Bisher haben wir ja sonst alle gesehen. Mickel hat selbst zugegeben dazu. Mickel hat zwei blaue abgelegt. Nee. Eine kann verschummelt gewesen sein. Also weißt du, eine kann unter den Tisch gefallen sein. Im Zweifel meinst du, weil alle anderen auf jeden Fall schon. Genau. Wir kennen halt alle anderen blauen. Maximal eine. Genau. Also irgendwo könnte eine verschwunden gegangen sein. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich jetzt sowieso rote ziehe. Ja, das ist richtig. Das ist jetzt aber scheiße. Deshalb würde ich gar nicht sagen, ich ziehe, also da wird irgendeiner mit reingezogen. Wenn man von vornherein davon ausgeht, ich schon, versuchst Peter. Du dich nur safe zu machen. Kann er nicht, Mickel. Ich weiß, ich wollte nur einen doofen Spruch bringen. Es ist also so, im Endeffekt, Mickel und du, Sepp, nach Mickels Aussage hatten überhaupt gar keine Wahl. Nee, wir hatten, also ich hatte zwei blaue, also das kann ich zumindest genau, bestätigen. Und nach bisherigen Aussagen hatte Dadosch eine Wahl und Jay. Und Christian. Warte Jay mal, Christian. Ich hatte keine Wahl. Jay hatte keine Wahl, weil ich nur Dadosch von den Ich hatte auch eine Wahl. Ja, von den wählbaren Leuten, Dadosch. Du musst mir erst ausreden lassen. Dann nimm Dadosch. Okay, wie möchtest du weiter ausführen, Peter? Was ist deine Konklusion? Dadosch hat blau gelegt. Genau, bisher ist der Einzige, den du wählen kannst, der eine Wahl hatte, Dadosch. Aber Mickel hatte ja drei blaue. Das heißt, Mickel hatte keine Wahl. Okay, also soll ich einfach der Einzige, Dadosch der sich nehmen? Ein bisschen positiv bisher hervorgetan hat, Dadosch. War Dadosch. Das Problem ist, wenn du Fascho bist, macht das keinen Unterschied, wen wir wählen, weil eine blaue kannst du ja auf jeden Fall verschwinden lassen. Aber das will ich ja nicht. Also ja, ne? Aber dann ist es ja ich egal, nur, könnte halt auch Seele, den, ne? Man könnte halt auch den Assi-Move machen und einfach Sepp überspringen. Warum ach, jetzt lass mal das mit zum Arsch. Ja, aber du kommst nicht weit genug bisher. Naja, der Rest von euch sowieso, war auch aber Dadosch hat doch immer in blau gelegt. Ja, und dann also hätte man wieder den Reset könnte man mich und Christian überspringen auf Dalu. Also so okay, das ist liberal ist für mich ehrlich gesagt. Damit wäre doch zumindest kann keiner ausmachen, wer hier geschummelt hat. Ja. Das ist, also das bisher ist richtig, also ich verstehe den Gedankengang weil... Der Gedankengang ist der falsch? Nee, der ist ja sogar noch, das ist halt ultra safe gespielt, glaube ich einfach, oder? Weil ich bin ja noch eher liberal als halt Sepp, aber wofür jetzt nichts kann, aber halt so. Korrekt. Ja, Dadosch, aber ja. Also ich meine halt nur, wenn wir das den Sack zumachen, also der Platzierung. Dadosch, wenn du jetzt die rote legst, bist du in meinem Ansehen nicht weiter runter. Das Problem meine ich. Das Problem ist, kann immer noch sein, dass ich quasi eine blaue habe verschwinden lassen, und habe Jay geforst, eine rote zu legen. Punkt.
Das andere ist, dass Mikkel als Fascho auch aus Versehen drei Blau gezogen hat. Ja, genau. Also Mikkel und sich dann geärgert hat nach dem Motto, ich kann jetzt gar nichts anderes machen, außer eine Blaue. Ja, klar. Nee, das ist, mir geht es nicht darum, eine Rote zu legen, sondern es geht eher darum, dass ich die Blaue nicht unter Tisch fallen lassen würde, weil ich ja eher noch liberal bin als Sepp. Das bedeutet, wenn wir ihn jetzt überspringen, dann habe ich ja eher noch die Möglichkeit, diese Blaue zu ziehen. Selbst wenn ich sie nicht ziehe, dann ist das halt so. Dann habe ich halt drei Rote oder was auch immer. Nee, das ist aber zu riskant. Dann kriegen also dadurch, ich habe auch einen anderen Ansatz. Du hast in der nächsten Runde eine bessere Wahrscheinlichkeit, eine Blaue zu legen, weil dann ja gemischt wird. Und dann alle Blauen wieder im Stapel sind. Aber auch alle Rote, oder? Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, gut, aber du hast eine höhere Wahrscheinlichkeit als jetzt. Ja, ja, niedriger, oder? Super hoch, Jay, dass ich eine rote ziehe. Das war eine geile Aussage von Dale. Was heißt das? Bei 10 oh, was? Nix. Ja, aber guck mal, du hast jetzt 5 Karten. Die Wahrscheinlichkeit ist super hoch, da ist eine drin, das ist 1 zu 5. Nee, da ist nicht unbedingt eine drin. Die Wahrscheinlichkeit ist super hoch, dass in den letzten Wahlgängen, also in den letzten beiden Wahlgängen... Ja, aber davon musst du doch ausgehen, das kannst du doch gar nicht... Also ansonsten hast du gleich... Das heißt... 1 zu 10. Nee. Das do Sepp, it. Das Gleiche kannst Nein. jetzt auch potenziell du machen, wenn nicht geschummelt wurde, kannst du ja auch die Blaue entfernen. Das heißt, das fickt dich auch, wenn du jetzt halt 3 Rote liegst, weil du bist dann genauso verdächtig wie alle anderen vorher auch. Ja, natürlich. Versuch mal, das Spiel auf viel liberale Runter zu brechen. Das ist ja schon also du bist halt positionstechnisch bist du halt am Arsch. Genauso wie Dadosch und ich in dem Ja, weil du halt relativ spät dran bist. Ja, und? That's it. Ja, nein, das ist halt so. Du weißt doch nicht mal, ob da jetzt nicht eine Blaue hinkommt. Ja, aber wir können auch nur das spielen, was wir wissen. Das ist ja das Ding. Deswegen ist es... Und wir wissen, dass Peter Adolf ist. Ja. Nein. Wir wissen noch gar nichts, wenn wir ganz ehrlich sind. Mikkel, du bist ich doch schon. Wir wissen schon eine ganze Menge. Ich weiß, dass da 3 Blaue liegen und das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Hey Christian, wie fändest du das, wenn ich dich einfach wählen würde? Ich vote Sepp überspringen. Das wäre mir egal, weil genau, ich vote Sepp überspringen. Das würde ich definitiv. Also kannst du gerne warum? Machen. Warum? Das haben wir jetzt in den letzten 5 Minuten sehr deutlich erklärt. Dadurch ist liberaler als du aus unserer Perspektive. Ja, okay, Perspektive. Aber in der nächsten Runde hat Dadurch eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, eine blaue zu ziehen als jetzt. Warum Dadurch verbrennen hab für ich eine Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt super wir ja hoch nicht. Eine also, rote kriegt. Wir müssen ja jemanden gerade jetzt, wo die Wahrscheinlichkeit niedrig ist, müssen wir ja jemanden nehmen, dem wir vertrauen. Das ja, bedeutet, selbst wenn ich 3 rote, also wenn ich jetzt eine rote lege, wäre mein Ansehen nicht komplett zerstört. Das ist das Ding einfach. Finde ich auch. Hey, aber also ja. Also ich würde jetzt nicht davon. Das ist jetzt nichts gegen dich, sondern für mich, weißt du? Weggelegt hat, weil also ich finde das sinnvoll. Ich finde das sinnvoller in der nächsten Runde, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, jemanden zu haben, der safe. Okay, nehmen wir aber jetzt mal aus. Du ziehst eine Rote. Dadurch ist dran und Dadurch ist vielleicht Fascho. Ganz blöd, ja, dann okay. haben wir schon 2 Rote. Was ist aber, wenn wir jetzt Dadurch statt ja, aber dann haben wir nur und er eine Blaue Rote. Zieht und er ist Fascho? Ja, aber dann haben wir trotzdem nur einmal die Rote, weil dann muss er wählen, dann können wir Nein wählen. Oder irgendwas anderes machen. Aber so verschenken wir ja eine Runde. Wenn wir deinen Vote jetzt durchgehen lassen, dann akzeptieren wir einfach die Rote plus 1. Ah. Okay, du unterstellst aber Dadurch, dass er Fascho ist. Es sei denn, ich bin auch eher für, aber es sei denn, wenn wir beide wirklich Lucky-mäßig liberal wären, dann könnte man den Sack zumachen. Runter auf 4. Das ja, nee, ich meine, Dadurch, also, musst du aber immer noch den Random-Faktor berechnen von, 3 Rote gezogen. Ja, klar, ja, natürlich, aber so, ja, gut, okay. Die Möglichkeit wäre aber da. Aber ja, die also Möglichkeit ich wäre Also ich finde halt, es gibt gar keinen richtigen Weg gerade, weil beides halt beides kann funktionieren, ja, stimmt schon. Also man könnte nicht, deswegen musst du halt darauf spielen, was quasi dein Bauch ist. Weil man für die sinnvollste Chance erstmal erachtet mit dem Wissensstand, den man hat. Okay. Ich will einfach, Christian, macht ihr was hier. Halte ich für am sinnvollsten. Ich verstehe nicht, warum du den Präsident nimmst, der zwei Rote gelegt hat. Ja, du willst schon eine liegt da, mein so, ich Freund. Hoffe, ja, also zwei Rote Zweifel, für mich. Jay Rote hat Christian ja wirklich aktuell. Ach, sehr gut, Leute, vielen Dank. Sepp, ich war auf deiner Seite. Ja, ich wollte da. Danke, Dalu. Tut mir mal so leid. Also ich verstehe halt den Ansatz, ich verstehe halt den Grund nicht, denn der hat sich mir noch nicht erschlossen. Okay. Ja, aber warum nicht willst du, warum, 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 aber warum willst Peter, du denn also du, ich hab's verstanden, aber ich
Nächste Diskussion, wen wählt Dardosch? Ja, ja, aber, ich kann aber nicht warum wählen. Hat Sepp denn, also warum hat Sepp denn einen Präsidenten, also einen Kanzler wählen wollen, der als Präsident eine rote gelegt hat? Weil er wahrscheinlich die Wahrheit gesagt hat. Okay. Hätte ich dann, ja, hätt ich dann ja prüfen können, wenn ich jetzt drei rote gezogen hätte. Sowohl Dardosch, außerdem habe ich Mikkel vorher vorgeschlagen. Als auch ich, der geforst wurde als Kanzler, als auch Mikkel, der halt, na gut, der war halt bei Mikkel ist dasselbe wie bei Mikkel kann halt genauso. Mikkel. Genau, bei Mikkel ist dasselbe wie Christian. Aber warum nimmt er dann auf jeden Fall einen roten Präsident, verstehe ich nicht. Die Nummer jetzt bei Dardosch ist tatsächlich ganz gut, denn wenn die Leute, die übersprungen haben, könnten ja jetzt eigentlich Dardosch dazu nutzen, entweder Jay oder mich, als Kanzler zu wählen. Denn egal welche Karte kommt, Dardosch kann danach prüfen. Wähle aber Mikkel. Mikkel oder Sepp würde ich sagen. Ich würde Mikkel nehmen. Dadurch könnte sich auch entscheiden. Sepp kommt vielleicht nicht mehr dran. Könnte man potenziell nehmen. Sepp kommt von der Runde her vielleicht gar nicht mehr dran. Ja, aber dann lassen wir ihn doch wieder ein bisschen mitspielen. Aber geht halt, wenn es von der Rundenanzahl her gar nicht geht und wir wissen vielleicht, dass er kann ja nicht mehr zum Präsidenten vielleicht wählen. Also vielleicht kommt es soweit gar nicht. Deswegen meinst, doch die Informationen, die wir dadurch bekommen würden, würden uns nichts bringen. Genau, eine andere wäre vielleicht wichtiger. Du musst mich ja nicht prüfen, du kannst mich ja wählen, aber jemand anderen prüfen, das ist doch egal. Ich würde den Mikkel nehmen. Das ist ja nicht einhergängig. Das Problem, was ich damit habe, ist, wenn ich mal anfange zu zählen, wen ich für liberal halte. Ja, dann kommst du auf ein. Mich. Das ist nicht selber. Das geht ja nicht da, Lu. Also dann komme ich auf 2, 3, also. Wir haben ja noch versteckte Faschos am Tisch. Die haben sich noch nicht auf wieder 6 Liberale am Tisch. Ich glaube tatsächlich, so beginnt das immer aus Versehen. 3 blaue gezogen. Moment, 6 Liberale? 6 Liberale, dann okay, dann erzähl mal, wer ist denn der eine Fascho? Wer könnte das denn sein? Wer ist denn der eine Fascho? Wer ist denn das? Der Singleplayer. Wer hatte denn 3 blaue alles? Ja, okay, aber dann, also ich würde jetzt rein theoretisch... Ja, mach mal. Also ich würde jetzt Mikkel, glaube ich, sogar wählen, weil... wenn ich jetzt tatsächlich, also ich könnte ihn auf jeden Fall hundertprozentig confirmen, falls ich jetzt ihn die Wahl lasse, weil er muss ja rot legen. Also muss das heißt, den haben wir... Wenn er Fascho wäre, muss er nicht? Aber wird er doch. Doch, muss er. Er hat keine Chance. Du kannst doch auf Risiko gehen. Ich komme ja auch noch gleich dran. Ne? Ja, aber gleich wird doch neu gemischt und dann hast du wieder 10 Karten, wo 2 blaue dann drin sind. Ja, aber wie gefährlich ist das bitte? Aber jetzt halt als Fascho noch blau zu legen, wäre halt schon nicht der Klügste. Ja, genau. Das würde ich nämlich auch. Ich würde auch Mikkel sagen. Weil Mikkel kann sich am schlechtesten verteidigen. Ja, deswegen ja, oder immer drauf. Mikkel finde ich super schwierig zu lesen, wenn man ihn frontet und ihm sagt, Mikkel, du bist Fascho und Mikkel ist eigentlich liberal. Ich habe eben Emotionen wie eine Wachsfigur. So ein bockiges Kind. Okay, Peter, wen würdest du wählen? Naja, also ursprünglich hätte ich gesagt Sepp, aber da der Punkt von Dalu ganz clever ist, dass Sepp, dass uns das vielleicht gar nichts bringt, wenn er da jetzt eine rote hinlegt, weil er dann einfach raus ist, aber gar nicht mehr vielleicht Fascho wird, ist er ja schon, oder auch nicht, gar nicht mehr liberal, nein, mein Gott, Präsi wird. Deswegen würde ich Mikkel wählen. Ich würde echt Mikkel wählen. Okay. Also die Argumentation von Sepp finde ich da gerade nicht wirklich stimmig. Ja, wie gesagt, ich bin dabei, ich sagte Mikkel oder Sepp, also ist Mikkel für mich okay. Wenn du Mikkel wählen willst, Sepp Mikkel, genauso. Jay, darf ich auch noch sagen, wen ich nehmen würde? Oder hey, Mikkel. Wenn du jetzt sagst, dich nicht, dann haben wir ein Problem, Mikkel. Nee, ich würde tatsächlich irgendwie Jay, Chris oder Dalu, weil ich glaube, die sind nicht alle liberal. Ich würde gerne gewählt werden, aber ich kann nicht. Aber sagen, dass das auf jeden Fall unterschiedliche Teams jetzt sind, Dardosch und Mikkel, dass Mikkel nicht gewählt werden will von Dardosch. Doch, wir wählen jetzt den Mikkler und gucken, was passiert. Vielleicht aber wir kriegen ja auf jeden Fall, also ich denke auch, dass es die richtige Wahl aus ist. Aus der Not heraus. Ja, also ich komme auf jeden Fall mit der Verantwortung klar und so. Das ist, wir müssen alle mit den Konsequenzen nachher leben, das wissen wir. Hör auf, den Bramspruch zu bringen. Das ist tatsächlich ein guter gemeinsamer Nenner. Ich hätte gedacht, Mikkel, Jay oder mich und da alle Mikkel wollen. Wie gesagt, Sepp will die Welt brennen sehen. Sepp oder Mikkel für cool mich, wenn für ich mich auch mal gewollt bin. So. Will die Welt. Okay. Alle wollen sagen ja. 100% Mikkel sind hier am Tisch. Da wäre jetzt aber auch wieder. Also kriegen wir ich jetzt denke, ich dachte früher immer, das heißt jetzt viel, jetzt aber. Geht ab.
Alle haben sich auf Micke geeinigt, deswegen mussten wahrscheinlich auch die Faschos. Dadurch, denk dran, du darfst nicht Jay gleich nachgucken, weil der wehrt sich zu viel. Ja. Fick dich! Wobei, letztes Mal habe ich, glaube ich, Jay nachgeguckt und habe sogar die richtige Rolle gesagt und das war trotzdem irgendwie falsch. Was? Ich glaube, da warst du liberal, da habe ich deine Karte gesehen. Boah, gesagt, dadurch liberal, darf jetzt checken. Es wird jetzt eh keiner gecheckt, weil jetzt einfach eine blaue kommt, du verlierst die Kiste. Da glaube ich nichts von. Okay. Ja. Dadurch, du machst mir jetzt aber keine Vorwürfe. Es waren drei. Na klar, waren das drei. Ja, guck doch jetzt meinen Karten an, wenn du mich glaubst. Okay, ich komme. Oh, das wollte ich auch gerade machen. Doch, waren drei Runden, leider. Schade. Nee, nicht schade, das ist ja richtig schade, Jay, weil das hätte uns redeemen können. Ja, das hätte es safe machen können. Aber das war halt so das Ding, ne? Also yep. Es hätte die Möglichkeit geben können. Ich kann jetzt jemanden checken, oder was? Ja. Ja. Du kannst die Party-Membership-Karte. Party-Membership-Karte von mir zum Beispiel. Soll ich das denn trotzdem von Mikkel machen, wenn wir nicht glauben? Ich würde, glaube ich, Jay nehmen. Ich glaube, am liebsten wäre es mir, wenn. Ja, ich weiß nicht, ob du halt vertrauenswürdig noch für die Leute bist dadurch, aber am liebsten wäre es mir, wenn du Christian oder mich checken würdest, damit wir nicht überspringen müssen, bist du da. Okay. Ja, hätte ich auch gesagt jetzt, also einer, der jetzt... Das wäre zumindest mein Tipp. Egal. Aber wir können auch gerne... Alter. Peter, nee, macht Sinn. Ihr hattet am Anfang beide... Checken. Ihr habt eine rote gelegt zusammen, ne, in der ersten Runde. Ja. Christian war Präsident, ich war Kanzler. Hat das keiner vielleicht mitgekriegt? Ja, Alter, ich hab nur gesagt, was ich sinnvoll finde. Peter, ich dachte, Micke will nicht gecheckt werden. Okay. Nee. Ich hab nicht gesagt, dass ich nicht gecheckt werden will. Ich muss das doch mal kurz sagen. Micke, gib mir deine Karten. Dann check Micke. Hallo, können wir mal kurz uns beruhigen? Dann check Micke. Lass Jay oder Christian checken und Micke direkt. Ja, wir sollten auf jeden Fall Jay oder Christian checken. Okay, check Micke. Micke. Das ist nicht fair. Micke, gib her. Ich checke Micke. Ja, das ist... Ich hab doch... Alter, jetzt sind wir... Okay, wenn das jetzt... Ja, wie langweilig ist das denn? Wieso wolltest du nicht gecheckt werden? Ja, liberal. Und siehst du, danke. Ja, was ist das denn? So hey, wer hat mich daran? Peter war's! Peter, war's! Entschuldige mal, aber das war ja wohl eindeutig eine vernünftige Argumentation. Ja, aber das fand ich allerdings auch. Wir hätten ihn noch auslassen können. Wir hätten ihn noch gar nicht gebraucht. Das Einzige, was ich gesagt habe, war, dass ich es sinnvoll finde, Jay oder Chris zu nehmen, also weil die als nächstes dran sind. Ja, genau. Ja. Und da ist Peter gleich drauf eingestiegen. Ich fand das halt smart von Peter. Ich glaube, Peter hat Jay oder so geschützt gerade. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, Peter hat Jay geschützt. Ich wurde von Peter geschützt am Arsch. Ernsthaft, glaube ich. Weil alles andere macht gar keinen Sinn. Nein, ich dachte, ich hätte Mikkel von Peter. Nee, hast du nicht? Das war nicht das Dumm von Peter. Nee, Mikkel, ich glaube eher, dass Peter der Böse ist. Peter, der ist den Böse. Peter und Jay sind sowas von in einem Team. Und Jay sollte nicht gecheckt werden. Also kann sein, dass wir in einem Team sind. Ja, ein liberales Team. Weil das war doch voll smart von Peter. Das war sowas von überhaupt nicht smart. Das war nicht smart. Ich habe nur gesagt, was ich für sinnvoll halte. Gerade wenn du das gecheckt hättest, du wärst so stolz auf dich gewesen. Ohne Scheiße. Peter, nicht. Mikkel, weißt du, Danu wird dann einfach die nächsten selber gesagt, 10 Folgen noch einfallen. Du wusstest überhaupt nicht, wer gesagt hat. Irgendwer hat dann gesagt, lass mal Jay oder Chris checken. Jay hat das gesagt. Das kannst du mir nicht erzählen, dass du nicht wusstest, wer das gesagt hat. Dann will ich mich nicht mehr checken lassen? Danu? Aber das ergibt ja noch weniger Sinn. Nee, ich hatte vorgeschlagen. Nachdem ich gesagt habe, check mich. Also okay, ich habe vorgeschlagen, dass man mich oder Christian checkt. Mikkel ist safe liberal. Du weißt das. Ja, und vielleicht haben wir dann noch dadurch schon Peter mit dabei. Mikkel zu checken war, er hat nur rot gelegt und jetzt sagt er dann noch irgendeinen blöden Spruch. Ja, lass ihn checken. Wir hätten ihn einfach auslassen können. Ich habe nur gesagt, dass ich die Theorie gut finde. Das war alles. Und daraus hat Peter gleich eben eine Story gegeben, dass ich mich nicht checken lassen will. Timing wurde aber vorher direkt vorgeschlagen, dich zu checken. Ja, und dann habe ich keine Meinung mehr, oder was? Gerade solche Flüchtigkeitsfehler, wie sie halt mal von Micke gerade begangen wurden, kann hätten voll sein können. Nö, das ist doch kein Fehler. Selbst als Fascho hat man doch noch eine Meinung. Also, das ist doch total Quatsch. Nur weil ich irgendwie vorgeschlagen werde, kann ich ja trotzdem jemand anderen sinnvoller finden. Okay, jetzt haben wir zwei Leute, von denen wir nicht wissen, was wir sind. Aber gut, dass wir wissen, was der Letzte am Tisch ist. Nee, Dalo, das stimmt so. Hey, so Bullshit. Warte mal, ganz kurz. Erstmal hätte ich jetzt Jay eigentlich überprüft. Und er hat sich angeboten. Nice. Ja, nein, ich sag's doch nur, warte doch mal. Er hat sich angeboten. Das bedeutet, warum sollte er das im Vorfeld denn nicht schon ablocken oder nicht sagen? Ja, und hä? Ja, und was war das mit Peter und Jay dann? Kann oder sein. Das heißt, wenn er da wenn drei Jay gecheckt hätte, dann hättest du genauso wenig. Wir sind fünf Faschos am Tisch. Nee, ich vertraue mittlerweile Mikkel und Sepp. Also Dalu, ja, kann sein.
War nicht mit, okay. War nicht diese ganze Checkerei sowieso eigentlich jetzt nur ich den, der gecheckt hat? Ja, eigentlich schon. Also, im Mikkel ja. Hätten wir, Mikkel war der Letzte, den so. Wir hätten checken zufällig aber ich finde Peters Verhalten super komisch irgendwie. Okay. Hey, ich fand das voll in Ordnung. Ich ja, wenn du Fasche bist, würde ich das auch in Ordnung finden. Das Erste, was Dalu eingefallen ist, nee, rauszubrüllen, war Jay, Peter und Christian sind die Faschos. Also, fand ich ein bisschen... Also, ich kann zumindest also alle, weil die alle, ich habe auch gedacht, Christian, dass du auch gesagt hast, ja, lass Mikkel checken. Das war in nee, der... Aber das habe ich nicht rausgehört. Ja, das habe ja, ich aus weil dem Schrei nicht rausgehört. Weil Peter meinte, lass mal Mikkel checken. Und plötzlich ging großes Geschrei von ja, allen los. Sepp, Peter... Nee, ich hätte Jay, das auch lieber ausdiskutiert, als dass Dados dann einfach direkt sagt, ja, Mikkel, ja, er hat einfach mitgezogen, weil sein Führer das gesagt hat. Deswegen hat er das einfach gesagt. Ja. Ich bin mittlerweile... Mikkel ist safe liberal für mich. Also 100%. Ja, und für mich sitzt der Fascho. Ja, er ist ja liberal. Okay, ja, okay, dann seid so komisch. Er hat ohne Absprache hat er gesagt, ja, ich will Mikkels Karte. Peter, hey, aber mal davon wir abgesehen, ganz kurz, Peter, wenn du sagst, dass ich jetzt Fascho bin, Dalu, dann hätte ich ihn doch anprangern können, oder nicht? Ja, das wäre nie durchgekommen bei Mikkel. Hä? Wenn also, ich jetzt, als ich seine Karte geprüft habe, natürlich. Hätte ich dir nichts geglaubt. Ja, das sagst du jetzt. Wie kann also, Dalu nur so ausrasten? Ich weiß gar nicht, was mit dem los ist, ehrlich. Ja. Weil wir, oh, Scheiß. Hier spielen jetzt das alle Wichtige ab. Die kommen ja. Jetzt dran. Lass mal hier hin. Warte, wo ist Mikkel? Mikkel, wo bist du? Was ja, wir spielen mit sechs Faschisten. Das macht und schon Dalu. So, was Dalu sagt. Wir haben vorher alle festgelegt. Ja, nee, lass mal nicht ja. Sepp wählen, weil der kommt eh nicht mehr dran. Und dann, also wir gucken ja, deswegen haben wir Mikkel gewählt, Mikkel weil der ja noch easy dran. Ja, wir haben ja. Ihn gewählt, zum um entscheiden, was er legt, aber doch nicht, um zu checken dann, weil danach war die Aussage, ja, lass du Jay die Aussage. Okay, aber selbst dann, Jay wollte es. Also wir können ihn doch jetzt auch trotzdem wählen. Also er wollte gecheckt werden. Ja, das macht's ja jetzt viel besser. Moment. Aber es ist ja, doch irrelevant. Ich habe die Karte, nee. Ich hätte die Karte gesehen. Das hat für euch keinen Wert. Oder ich gecheckt werden, damit wir halt eine vernünftige Wahl haben, um nicht mich zu überspringen und Christian also zu überspringen dadurch, bis zu Dalu. Eben wollten das wir ist alles, was ich wollte. Wählen dadurch. Hä? Jetzt auf jeden Fall nicht. Ja. Gerade wollte ich. Natürlich wollte Jay das. Jetzt auf jeden Fall nicht. Jay wollte das doch eben. Er hat gesagt, genauso überprüfe wie ich, Chris oder mich. Mir ist das scheißegal, ob wir jetzt mich nehmen oder Christian. Irgendeiner wird sich jetzt schon gleich zeigen. Also ich hoffe, dass Christian jetzt gleich blau legt, wenn ich übersprungen werde oder ich halt blau ja, lege, wenn Jay, ich nicht übersprungen aber werde. Wieder 12 Karten mit 3 ja, Blauen aber war. Das wird schon passen. Anders können wir gar nicht dran glauben. Oh, Alter, also Runde ich, war alles also Dalu so ne? Werde ich nach dem Ausraster, tut mir leid, nicht mehr wählen. Weil Peter hat meiner Problem. Meinung nach, rein, weil Peter nachdem hat meiner Meinung nach wurde, was Kluges gesagt. Müsste man jetzt Dalu wählen. Nee, aber da Dalu gerade irgendwie Maximum Braindead unterwegs ist, kann man den ja auch ja, nicht mehr weil wählen. Weil wir Mikkel jetzt von Mikkel nichts wissen und wir zwei andere uns ja, haben. Das hättet ihr vorher auch nicht. Wir hätten... Wir wissen, dass Mikkel entweder liberal ist oder mit Dadosch im Team ist. Und beide Faschos, ja? Also wir wissen einiges. Ja, einiges über Mikkel. Nee, das ist einfach Quatsch, was du sagst, Dalu. Es ja, hätte keinen Unterschied gemacht. Wenn ich Jay oder Chris überprüft hätte, dann hätte ich den Mehrwert gehabt. Nicht ja. Du. Versaust keine Aussage. Es ist jede Aufnahme ist diese Situation immer am Ausrasten. Ja. Und es hat keinen Wert. Alle stimmen zusammen ab, hey, lass Jay oder Christian checken. Okay, Peter ruft, Mikkel hat dich verraten, Mikkel! Ja, und das fand ich auch total. Erstmal haben wir alle zugestimmt bei Jay und Christian, nur weil du zugestimmt hast, Dalu. Ja, und alles, was ich gesagt habe, war auch, dass ich das sinnvoll finde, weil sie als nächstes dran sind. Aber nee, dann hast du dich verraten, Mikkel. Und dann bist du gleich irgendwie ausgerastet. Ich hätte irgendwie verhindern wollen, dass ich gewählt werde. Da hast du dich verraten, Mikkel. Ich habe nicht einmal gesagt, nimm nicht mich, sondern ich habe gesagt, ich finde es auch sinnvoll, weil... Nee, du hast stattdessen gesagt, nimm jemand anders. Nein, ich habe gesagt, ich finde es sinnvoll, die drei zu nehmen, weil sie als nächstes dran sind. Was heißt, nimm nicht dich? Klar, weil ich weiß, was ich bin und deswegen sehe ich nicht so den Sinn darin, mich zu nehmen. Ja, aber ich weiß nicht, was du bist. Nee, weißt du jetzt auch immer noch nicht, wenn du ganz ehrlich bist. Ja, ich weiß jetzt ein bisschen mehr. Ich weiß jetzt sehr viel über dich. Wir wissen jetzt, dass er 100% hat viel über dich verraten gerade. Da kannst du jetzt eigentlich nur Sepp nicht, Dalu. Das kann doch sein, dass Dadosch und Mikkel Fascho sind. Daran habe ich tatsächlich auch gedacht, weil... Weil, Dalu, willst du... Wenn ich Peter wählen würde, dann würden mich alle wie Hyänen zerfressen. Ich bin für Dalu. Das ist die unwichtige Runde jetzt. Jetzt kommen wieder da die. Da willst du erst gewählt wenn du, werden, wenn es um den Hitler ja. geht. Dalu hast du eben selber gesagt, möchtest du nicht wählen? Bei Peter wirst du zerfleischt. Bei mir stecken wir uns dann wieder gegenseitig die Karten zu. Bleibt eigentlich nur Sepp. Den wir nicht mehr mitspielen. Oder man überspringt mich. Nee, das haben wir gar nicht gesagt. Das stimmt aber nicht. Das ist die gleiche Situation. Dass wir Sepp nicht mehr mitspielen lassen wollten. Dann hätten wir machen können. Ich kam nur nicht mehr dran. Jetzt muss er. Okay. Richtig. Also ich würde jetzt. Naja, man könnte jetzt, wenn ich. Für den. Fall, dass ich blau oder rot ziehe, könnte man zumindest Sepp die Pistole auf die Brust drücken. Ja, knallen wir die Liberalen alle ab.
Moment, hat jetzt. Mama, wenn du rot ziehst, werde ich abgeknallt. Nein, wenn. Nein, du kannst doch noch gar nicht schießen. Wenn du die Wahl hast zwischen blau und rot. Ja, dann ist richtig. Hast du, würde ich dir doch die Pistole auf die Brust. Ja, dann ist richtig. Was war das für ein Zaubertrick? Ich wollte eine machen. Aber die Sache ist halt. Dado! Die Sache ist halt. Wie machen wir das jetzt aber logisch? Überspringen wir jetzt einen? Überspringen wir keinen? Also noch ist es, hat es keinen Grund, einen zu überspringen, oder? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Genau, warum willst du überspringen? Ja. Keine Ahnung, weil alles behindert ist. Alles sind zerstritten. Moment, durch die Scheiße gerade. Jay hat noch nichts gemacht. Keine Ahnung, hat nur zwei blaue und zwei rote gekriegt. Ich habe eine Antwort darauf, warum man überspringen sollte. Warum? Weil man, ohne dass man einen Nachteil dadurch kriegt, so lange überspringen kann, bis derjenige kommt, der als erstes eine blaue als Präsi gelegt hat. Ja, aber Jay hatte doch am Anfang auch gar keine Wahl. Also, er hat quasi noch nicht gespielt. Dalu, oder? Und liberal. Das wäre Dalu. Getan, Peter. Ist wie Sepp. Dalu, also beide noch quasi unbedeutend. Also haben noch nichts geleistet. Genau. Ja. Jay und ich haben mehr oder weniger gar nichts gemacht, weil wir zweimal die gleiche Karte gekriegt haben. Ja, also dann lasse ich lieber Christian nochmal Präsi werden als Dalu nach der Aktion gerade. Ja, aber so ist doch erstmal auch, okay. Aber von dem, was gelegt wurde, wäre das stimmt. Der liberalste, der theoretisch dran sein kann, Dalu. Von dem, was gelegt wurde. Ja. Von dem, was gesagt richtig. Wurde. Das ist richtig, Peter. Das sind wieder ganz andere Mikkel Dinge. Mikkel zu checken war nichts. Es hätte für dich keinen Unterschied gemacht. Nur ich weiß. Ja, das ist, also wir gucken einfach mal, was passiert, deswegen, weil ich glaube, das ist die einzige vernünftige Wahl in meinen Augen. Ja. Entweder überspringt ihr oder überspringt nicht. Wir können jetzt gerne auch mal nochmal diskutieren, wie das ist. Ich würde gewählt werden wollen, weil ich halt auch gerne mal eine blaue legen möchte. Ich halte das für sinnvoll. Ja, überspringt es oder überspringt es halt nicht. Da sind jetzt, egal ob jemand gelogen hat oder nicht, drei blaue drin, oder? Ja, das heißt, wenn jetzt per Zufall, wenn jetzt per Zufall ist ja eine rote kommen sollte, wäre ich der Präsident. Ja, da sehe ich mich. Moment, können jetzt drei blaue gezogen werden und dann sind keine mehr im Stapel? Theoretisch. Wenn man theoretisch, wenn man mich wählt, dann könnte man. Versprichst du die Steuern zu senken? Nee, wenn man mich wählt, könnte man bis zu Mikkel theoretisch springen. Ja, aber Dalu hat ja zum Glück Dalu schon eine blaue gelegt, ne? Also. Ja, dann werden wir. Ja, keine Ahnung. Ich bin immer noch so, vielleicht ist Dalu ja doch halt immer noch liberal und schafft es einfach nicht, unsere Gedanken reinzusetzen. Und der ist einfach in die schlechten ultra aggressiv gerade, aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann. Nee, wir können das nicht verlieren. Das ist halt eine neue Runde Secret Peter. Hitler, ja? Komm, wir wählen einfach Adi. Ja, weißt du, jetzt tut er wieder so, als wüsste er alles und die anderen sind ja nur die Doofen. Und ich wüsste nicht alles, aber ich wüsste, wie man schlau hätte machen können. So, okay, was hast du denn jetzt noch schlau machen? Dalu war der Beste. Dalu war der Beste. Also jetzt ist vorbei, man kann das schon mal machen. Jetzt ist RNG, ja. Jetzt hast du die Flinte ins Korn geworfen. Er ist wieder salty, Alter. In dem Game wird er immer instant salty, ey. Peter, let's go, Peter. Hier ja oder nein wählen. Ja, aber ich hätte gern noch, ich würde dich gern wieder zurück weg in the game ziehen. Will ich gar nicht. Entweder wählen ja, nicht oder nein. Wir werden doch gleich bei Dalu auskommen und dann vielleicht wird doch der Tisch entscheiden, ob er jetzt gewählt kommt wird rot. Oder nicht. Kommt halt drauf an, was ich lege, ne? Kann ja, so, dann auch. So kann man nicht spielen, wenn einer schon aufgibt. Ich gebe nicht auf, ich wähle immer noch liberal. Und ihr könnt mich immer noch wählen. Ja, dann erklär's doch. Hey, ich habe jetzt für ja gewotet. Warum? Weil ich davon ausgehe, so oder so, dass die nächste eine rote wird und danach erst die Hitlerwahl kommt und ich da noch nicht dieses dumme Ding bei mir liegen haben möchte. Warum glaubst du, dass jetzt so oder so rot wird? Weil ich mittlerweile eher bei Mikkel bin, was Vertrauen angeht. Ja, und da es immer noch drei Faschos geben muss, da ich der zweite Liberale bin, ist die Chance über 50%, dass jetzt zwei Faschos involviert sind. Warum wählst du dann nicht zweimal überspringen, bis du Präsi wirst? Und dann? Ja, weil wen er nicht genug Leute nur hat. Aber Dalu, ja, du kannst doch wählen, wen du willst. Mikkel kannst du, wenn kann du ich danach nicht rankommen. Du kannst Mikkel nicht wählen, wenn du bist Dalu. Und danach könnte ich selber nicht rankommen. Ja. Darf ich einmal einhaken, Dalu? Aber du kannst für eine blaue sorgen dann. Ja, das war er geht ja der davon Präsi aus, dass jetzt auf jeden Fall drei rote da sind. Wenn du Richtung Mikkel gerade tendierst, dann müsstest du, vertraust du denn auch Dadosch? Nein. Ja, das heißt, du meinst, dass dadurch möglicherweise Fascho wäre und Mikkel einfach so als liberalen Konzern. Ja, genau, er wird sich damit nicht angelegt haben. Er wird dann würde das aber in dem Umkehrschluss würde das aber bedeuten, dass wenn dadurch wirklich der Fascho wäre
und dann Mikkel gewählt hat, anstatt halt mich oder Christian, ist Christian oder Jay Fascho. Oder einer? Und. Ja. Also ich glaube, wenn du Fascho wärst und Dadosch auch, dann hätte Dadosch dich safe genau, gewählt. Dann dann hätte doch Dadosch nicht einfach so eben schnell Mikkel gewählt. Also das ich ist glaube, eben außer Dadosch ist Hitler. Oder Peter ist halt Hitler wieder mega klug. Und Peter hat gerufen, check Mikkel und Dadosch zieht natürlich mit. Ohne drüber nachzudenken. Hä? Ja, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, genau. Also dann müsste Dadosch aber Hitler sein. Danke. Ja, aber nee, das, was du sagst, macht halt keinen Sinn in meinen Augen. Adolf, wenn du Mikkel vertraust, aber Dadosch nicht, macht das keinen Sinn, weil wir das doch gerade offensichtlich widerlegt haben. Aber wenn Adolf ruft, check den und du willst dich ja auch so ein bisschen zeigen, wer in dem Team ist und du das einfach machst, ohne drüber nachzudenken. Dann hätte ich ihn aber als Fascho abgestempelt. Nee, hättest du nicht geschafft. Warum? Hättest du nicht aber geschafft? Was heißt denn, du hättest das nicht geschafft? Du weißt doch gar nicht, wie ich argumentiere. Ja, also da du das... Da das verstehe ich nicht. Und stellen wir uns mal vor, ich wäre tatsächlich Hitler. Was hätte ich davon, zu rufen, check Mikkel? Dass wir zwei nutzlose Wahlen haben, von denen wir nichts wissen, bis irgendwann mal Mikkel dran ist. Ja, glaube ich nicht. Peter weiß ja selber, also wenn Peter Hitler wäre, wüsste er selber ja nicht. Ich habe mich doch maximal ins Fadenkreuz dadurch gebracht. Ach, du bist aber, unterhaltet euch doch jetzt gar nicht mit mir, wen dann erstmal Sepp. Ja, und dann haben wir das doch. Nee, aber ich versuche mich ja mit dir zu aber unterhalten. Aber das können wir doch nicht mehr. Wir müssen dass das strange ist und du vielleicht. Aber es ist doch nur ein anderer Gedankengang in eine ganz andere Richtung, in die ich gegangen bin. Ja, aber das ist so entfernt. Das ist eine 0,1% Gedankengang. Ja, und manchmal muss man auch diese 0,1% spielen. Als ob ihr alle noch nie irgendeinen Move gemacht habt, der keinen Sinn macht, um irgendwen abzulenken. So, wie viele Stunden Secret schon? What the fuck? Also das hältst du auf jeden Fall wahrscheinlicher als das, was ich eigentlich unschuldig wahrscheinlicher meinte. Ist Quatsch. Es geht nicht um, was ist wahrscheinlicher. Dann müssen wir nur nach Prozenten spielen. Es geht darum, was passiert jetzt. Nee, deswegen bin ich halt so verwirrt, dass okay, jetzt denkst du so, aber dass du dann überhaupt nicht aggressiv! Entschuldigung. Ja, aber so ist warum das dann. Warum ich das für sinnvoll hielt, Mikkel zu checken, als Liberaler bei den Aussagen. Weil wir vorher alle uns einig waren, einen der nächsten zu checken, damit wir gucken können, was passiert. Nee, das stimmt okay, nicht. Dann war es eine Impulsentscheidung, die war schlecht. Gut, okay, ja. Also ich war auch für mich, also ich war sowohl für Jay als auch für Mikkel. Für mich hat Weil Peter sein Argument die drei folgenden und daraus wurde mir dann Strick gedreht. Dass also, dass wir auch wieder noch darum diskutieren, ist halt auch der Obershit. Ich weiß auch nicht, warum wir diskutieren. Also ich habe auch schon gedacht, weil ich das wichtig finde. Aber wir haben doch, also Dalu hat halt weiter, es ist sich doch weiter in der Verstecken. Ihr sagt doch immer noch darin, weil ihr redet doch immer wieder mit mir. Ich habe sogar schon gewählt, ich bin dabei, das Spiel weiter ja, weil ich das wichtig finde, dass wir on the same page sind und nicht hier sitzen und aber sagen, aber warum willst du Dalu denn auf dieselben Page haben, wenn er halt was komplett anderes ist? Und vielleicht weil ich nicht will, dass sich die Liberalen, wo ich zugehöre, zersplittern. Aber du weißt doch gar nicht, ob er jetzt Liberaler ist. Nee, aber es könnte ja sein. Stell dir mal vor, wir wären jetzt im selben Team. Dalu spielt einfach sein Game, haut zwischendurch ein paar böse Kommentare raus und sagt nachher, haha, ich hab's euch ja gesagt. Und ich sitze hier als Liberaler und denk mir, ja scheiße, Dalu, wenn wir ein bisschen mehr drüber gesprochen hätten, dann hätten wir das ja vielleicht noch machen können. Nützt aber nichts, weil er hat seine Meinung sowas von gefestigt, die ist jetzt erstmal durch. Und jetzt hat er gelegt. Das bedeutet, so oder so, was du sagst, ist ja egal. Also er kann seine Meinung ändern. Es geht doch auch gar nicht um den Aber man muss es ja versuchen. Nein, ich meine doch nur... Wir könnten schauen, wie die nächste Runde verläuft und ob sich dann irgendwas ändert. Weil jetzt seid ihr beide an verschiedenen Punkten und ihr könnt euch gerade irgendwie nicht treffen. Um die treffen. Runde geht's aber. Jetzt kommt unnötig rum. Peter möchte das ja, was verstehe ich ja auch. Ja, die Runde ist unnötig, genau. Das macht ihn doch liberaler als sowieso schon. Gut. Aber ich fürchte, das funktioert alles nicht. Ich glaube, ihr macht ja viel zu viele Gedanken. Du möchtest Dalu überzeugen oder möchtest unsere anderen, die anderen überzeugen, dass Dalu ich möchte, pass auf, was ich gerne möchte. Du denkst durch ein Labyrinth, Dalu. Überhaupt nicht, ich spiele hier immer noch weiter. Ihr versucht euch irgendwo hinzustellen und irgendwas zu machen. Also, was ich gerne, was ich wollte, ist herauszufinden, ob ich bei Dalu noch ein Fünkchen Liberalität finde, um zu rechtfertigen, Jay und Christian zu überspringen, um Dalu als Präsi wählen zu können. Ach, dann, wenn ich, nehmen wir mal an, aber ich werde als Präsi gewählt, als erstes. Dann kriege ich vielleicht drei Rote. Dann habe ich hier dieses Ding, dass ich nicht als Kanzler gewählt werden kann. Und dann ist das doch die dümmere Ausgangssituation. Einer von den beiden muss auf jeden Fall vorher drankommen. Ja, aber Dalu, das kann Dalu ja auch anders Hitler sein. Pass auf, ab wann kamen die drei Blauen? Dann würde drei wenigstens einer an dem Tisch bei mir sein. Dalu Präsi, Mikkel Präsi, Peter Präsi. Das sind die drei Blauen. Also ist mein Gedanke, warum sollten wir dieses Szenario nicht wiederholen? Okay, du gehst also davon aus, Mikkel, Peter, also du, ich sind liberal. Wer ist noch?
Wer ist unser Vierter? Sind das hier beides Faschos? Nee. Das weiß ich nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen. Kannst du auch nicht, weil die erste Runde viel zu durchsichtig war. Es gab nur eine blaue, die nicht da war. Und die hätte ja sogar noch im Stapel unten liegen können. Vielleicht, ja. Vielleicht, ja. Also irgendwo kann sie verschwunden sein. Aber es kann auch genauso gut sein, dass einfach die Liberalen wie Christian drei rote gezogen hat, der Fascho Mickel drei blaue gezogen hat, aber auch genau andersrum, dass Mickel liberal war und auch keine Wahl hatte. Genau, und deswegen bringt dieses Wahrscheinlichkeitsgelaber nichts, sondern wir müssen weiterspielen. Genau, es geht halt. Die erste Runde war halt überhaupt nichts sagend, weil... Danke, Sepp. Da kann man nicht anders. Ist der Man, ja. Ich möchte meine Meinung zurückziehen. Ich würde gerne Pickel überprüfen. Das ist mega knapp gewesen, Peter. Was war das denn? Ja, ich hatte es vorher auch umgedreht, also mit F. Also das alles ist gut. Was ein Glück. Okay. Yeah. Gut, dann. Die immer umgedreht. Auf jeden Fall. Alle sind dafür. Das alle kann sind nicht. Für Sepp. Jawohl. Verstehe ich auch nicht. Ich verstehe das. Erstmal für Jay. Jay kann, wenn dann die Blauen verschwinden. Das Spiel ist sehr lassen. Schwierig für mich diesmal. Ja, Peter. Ich glaube, das geht uns allen so. Als Hitler ist es doch nicht so ganz einfach, Peter. Ja, du musst jetzt gleich gewählt werden. Das ist das Wichtige. Hey, ich bin Jack cool mit dem ganzen Blaue Spiel, und dann wenn ich nur noch Präsi werde. Nur noch Präsi von mir aus. Ich würde, wenn es zu der Hitlerwahl kommt, niemals jemanden wählen, der eine Blau gelegt hat. Ja, okay, schließ mich halt aus. Dann erhöhe halt die Chance auf Adolf. Der Blaulicht am Anfang. Ja, ich habe zweimal. Ich bin an zwei Blauen beteiligt von denen. Dann bist du für mich raus. Ja, genau. Deswegen erhöhe ich die Chance. Ah, der Bait, Alter. Hey, was hast du gezogen? Ja, die blaue, aber ist nicht schlimm. Zwei blaue und eine rote. Warum hast du die, Ja, haben wir alles gemacht, ne? Haben wir alles richtig Ja, okay, drei rote. Ich hatte zwei rote. Ist keine Überraschung. Ja, gut, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich relativ hoch, aber... Naja, trotzdem, dann muss jetzt ja auf jeden Fall blau mit dabei sein. Also ich würde mich tatsächlich als Kanzler... Ich möchte nicht Präsident werden. Warum nicht, Dalu? Ich würde dich aber gerne Präsident sehen. Pass auf, stopp, bevor wir jetzt hier irgendwie sagen, wer will Kanzler werden oder wer nicht. Wir haben jetzt die Hitler-Problematik. Okay, das heißt, der Hitler ist engaged. Okay. Okay, also nicht mehr Peter wählen. Ja, ich bin gerne Präsident. Ich möchte gerne Präsident werden. Präsident ist ja Moment, wenn nicht jetzt Präsident. Präsident würde ich auf jeden Fall jemanden nehmen, der eine blaue gelegt hat. Alter, Christian will mich so aus. Danu oder Peter oder Mickel. Nein, du hast doch selber eine blaue gelegt. Ich will aber nicht Präsident werden. Ich würde als Präsident Danu oder Mickel wählen. Oder, dann bleiben noch Mickel oder Peter. Ich werde gerne Präsident. Ich darf ja nicht sagen, was ich möchte, weil dann... Nein, ich glaube, ich würde... Also ich tendiere persönlich, weil ich halt Dalu sehr verwirrend finde, würde ich lieber Peter wählen aktuell. Aber das ist... Ich habe gerade eine rote gelegt, ich bin eh der Fascho. Ich würde natürlich Mickel wählen, ich habe ja gesehen, ne? Also ich stehe zur Wahl und ich finde Peter super verdächtig. Warum denn nicht Mickel? Also Mickel können wir doch... Oder Dadosch. Wir müssen überlegen. Wir müssen wenn du überlegen, gesehen wer hast, dass Mickel liberal ist, sollte Mickel der Kanzler werden. Ach, nee, der Kanzler. Okay. Nein. Wir sollten überlegen, wer. Mickel kann aber genauso gut auch noch Hitler sein und Dadosch Fascho. Nicht aus Dadosch die ganze Zeit was. Ja, nicht aus Dadosch Perspektive. Aber wir müssen halt überlegen, wenn Peter jetzt, also egal wer jetzt Präsi ist, wer würde wen als Kanzler nehmen? Das ist viel wichtiger, die ganze gesamte Konstellation. Good point. Die wir da halt haben. Ja. Weißt du, bevor ich jetzt halt einem so Peter sage, hier Peter, du bist Präsi, wen würdest du denn dann wählen als Kanzler? Weil kann ja mal anfangen, ich würde Präsident nicht werden wollen, weil ich würde Kanzler werden wollen und zwar nicht mit der Begründung, ich weiß ja, dass ich liberal bin, sondern mit der Begründung, dass ich für eine Rote gesorgt habe. Und das ist gerade im ersten Move tatsächlich... Aber du hast drei Rote gezogen. Wow. Genau. Hast aber Glück gehabt. Ja, dann nimm Jay als, dann Jay als Kanzler. Nee, wie wär's das mit Dalukat als Kanzler? Oder? Hä, aber wenn es darum geht, also der Hitler darf nicht Kanzler werden, oder was? Ja. Und der, achso, okay. Das, deswegen will Peter jetzt Präsi werden. Und wen würdest du wählen wollen, Peter? Peter. Oder kann man in der... Ich weiß das nicht. Weil Mickel ist ja safe. Also, auch für Dalu zum Beispiel. Wir sind ja auf jeden Fall irgendwie gegeneinander. Das bedeutet, Mickel müsste ja rein theoretisch dann erstmal die sicherste Wahl sein. Aus deiner Perspektive auf jeden Fall. Genau, ja, aber auch Dalu ist ja aus seiner Seite. Aber noch sicherer als Mickel bin ich für mich. Ja, okay, für dich natürlich. Für sich selber ist man immer am sicher. Ja, das stimmt. Ja, genau, deswegen würde ich das ja nicht als Alternative vorstellen. In, in dieser Special-Wahl kann man da jeden wählen? Ich weiß es nicht mehr. Aber Dalu, du meintest, du glaubst Mickel, oder? Ja, aber noch mehr glaube ich mir.
Ja, das verstehe ich. Ja, Jay, du kannst jeden wählen, nur der Kanzler kann nicht im Previous. Ich würde aber nie für Mikkel zustimmen, wenn ich auch zur Wahl stehe. Moment, ich könnte mich selber noch mal als Präsident hinsetzen. Du würdest alle Wahlen mit Nein voten, außer die, wo du der Kanzler bist. Jetzt, wenn es jetzt erstmal um Adolf geht, ja. Ich wäre noch bei Jay. Bei allen zukünftigen Wahlen. Kannst ja danach sehen, dass ich nicht Adolf bin. Danach müssen wir einen anderen finden. Ich würde Jay nicht nehmen, weil er gerade theoretisch eine blaue gelegt. Ich bin halt schon. Ich würde Jay als Kanzler noch mitnehmen. Ich bin halt fucking fishy. Ja. Ich bin bei der Konstellation bei Dardosch und Mikkel mir immer noch nicht sicher, ob Mikkel wirklich drei blaue gezogen hat. Das kann man halt alles nicht nachvollziehen. Hm. Und Dardosch dann also quasi ein liberalisierter Hitler ist. Okay. Aber das ist bei dir und Jay ja ein ähnlicher Gedankengang, weil ja, du musst ja auch keine. Also, ja, genau. Also für mich ist Mikkel natürlich die Wahl, weil ich es gesehen habe. Dass der Safe halt auf jeden Fall kein Böser ist, aber bei Peter weiß ich halt nicht. Ich habe halt keine Ahnung, ob er jetzt da irgendwie als Faxen machen kann. Kann auch zweimal hintereinander Präsident sein. Ich verstehe nicht, warum Peter so unbedingt Präsident ist. Also ich könnte auch Präsident machen und würde Dalu oder Mikkel wählen. Weil ich in einer ungünstigen Situation Dalu will ich eigentlich eher Christian, nicht. Wo du beispielsweise die ganze Zeit sagst, dass ich Hitler wäre und dadurch zeige, hey, ne, wenn ich Hitler wäre, würde ich sowas bestimmt nicht sagen. Ja, weil du eh nicht gewählt werden würdest. ja, ich kann das schon verstehen. Okay, also, wir haben die aktuelle Situation. Dalu stimmt nur zu, wenn er Kanzler wird. Aber reicht ja, ihr seid ja trotzdem genug. Da bin ich gegen. Da würde ich nicht mehr zustimmen. Also, ja, sein Rumgeschrei war ja ein bisschen. Ja, das macht man als Arbeit so. Das Problem ist, Peter will kein Kanzler. Also, ne, Peter will kein Kanzler. Ihr würdet mich ja auf gar keinen Fall zum Kanzler wählen. Also, das Problem, was ich aktuell habe, ist. Peter ist liberal. Ich möchte aus dieser Wahl gerade Mikkel und Dardosch raushaben. Okay, warum? Dalu will einfach die ganze Zeit nur Kanzler werden. Ja, dann liegt da bei mir ein Schild. Dann müssen wir nur noch einen anderen finden und können immer hin und her voten. Ich glaube, dass Peter halt liberal ist und dann zumindest nicht die Blauen wegschmeißen würde. Jetzt ist die Frage, muss sich Peter halt entscheiden, wer halt nicht der Hitler ist hier am Tisch. Ich wäre mit Peter als Präsident, wäre ich auch völlig cool. Ja, genau. Da bin ich mir zumindest sicher. Also die ich glaube, Dalu ist kein Hitler. Peter hat... Ich glaube auch nicht, dass Dalu Hitler ist. Ja, glaube ich auch nicht, unter anderem. Deshalb würde ich Dalu oder Mikkel nehmen als Kanzler. Aber, also ja, verstehe ich, weil er so aggressiv war, oder was? Nee, auch schon. Also das wäre natürlich jetzt ein guter Move, als Hitler die ganze Zeit zu sagen, ich will unbedingt jetzt der werden. Man muss auch mal auf die 0,1% Es ist halt Dalu, also ich bin mir nicht so sicher. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er so spielt. Da wird knapp dadurch, ne? Aber würde man auch als Hitler so komisch ausrasten? Ja, ja. Also Dalu schon. Warum nimmst du nicht als Kanzler, Jay? Ich bin zwar der beste Fascho am Tisch, aber ich will das glauben. Ich mal. Ich meine, ja, weil ich halt Fischi bin. Ich will halt nur, dass die Wahl durchgeht. Also ich glaube nicht, dass ich gewählt werde, wenn ich Kanzler bin. Weil halt entweder irgendwer sagt, ich wäre Hitler. Kanzler geht sowieso bei dir nicht. Oder weil irgendwer sagt, dass ich Fascho bin. Ich find halt Kanzler kann Jay nicht werden, sagt Sepp gerade. War das nicht so, dass man Präsident jeder werden kann, aber Kanzler nur die, wo halt kein Schild ist? Das kann sein. Ich habe die Regel einer Ich hatte mir damals die Secret Hitler, doch diese Secret Hitler TXT hatte ich halt auf meinem alten installierten Rechner. Die habe ich mir nicht gesichert. Ja, die habe ich mir nicht gesichert. Die ist halt also einfach auf jeden weg. Fall kann jetzt jeder das werden. Ach, ich guck noch mal gerade. Ja, das steht nirgendwo. Das steht verfickt noch mal nirgendwo. Ist das wichtig jetzt? Also wäre das jetzt? Ja, das ist halt theoretisch wichtig, dass ich halt theoretisch gewählt werden könnte oder nicht. Ich würde noch interessieren, ob sich mal jemand melden kann, der Dalu als Kanzler sehen würde. Ich sehe Dalu halt leider nirgendwo. Ich könnte ihn als Kanzler sehen, ja. Ich würde eher Mikkel zwar nehmen, Sepp, aber... Wer war der noch? Peter. Ja, Peter Mikkel selbst, oder? Hallo. Sagen wir es mal so, ich bin Mikkel der die Präsidentschaft verteilen kann. Hatte Mikkel auch ja gesagt? Ja, okay, die Situation ist eh raus. Ich werde das nicht zulassen. Wobei, das könnte interessant sein, wer dafür wäre. Vorher mache ich, gerade war das, also ich habe das immer noch nicht ganz mitbekommen, weil Mikkel sagt einfach gar nichts die ganze Zeit. Was willst du jetzt gerade wissen? Es sind so viele Fragen in Für mich haben gerade drei Leute gesagt, dass Dalu gerne Kanzler werden soll. Ach so, nachdem er ausgeschlossen hat, Präsident zu werden und nur Kanzler werden will, ist halt ich sag mal gerade so. Bei drei Leuten. Das passt schwierig. Aber nicht. Nee, das passt nicht. Willst das du meine Meinung dazu hören oder soll Jay? Ja, natürlich, da habe ich ja noch gefragt. Ja. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass er Hitler ist und sich jetzt gerade denkt, er macht das Spiel seines Lebens, aber es wäre total verrückt. Was ein bisschen zu Dalu passt, so einen Hitler zu spielen, aber ich glaube es nicht, dass er es ist. Okay.
Kurz keine zur drei Regel. Leute. Hui. Der neue Präsident nominiert einen wählbaren Spieler als Kanzlerkandidat. Also unter wählbaren Spieler würde ich sagen, ist das da, wo kein Plättchen ist. Ja, dürfen wir nicht. Könnte aber auch. Das heißt, ich könnte aber Sebastian als halt Präsi einsetzen. Ja. Du kannst mich als Präsi, aber nicht könnte als Kanzler ich mich, also mal so ganz theoretisch, was ich nicht tun dich, werde, aber ich kann mich selber auch als Präsi machen. Ja, das ist ja mega dumm. Ja, also, okay. Das, also Peter als Präsi ist, glaube ich, erstmal allen recht. Rein theoretisch. Aber, also, ja, bevor natürlich die Wahl des Kanzlers kommt, er muss natürlich sagen, wen er will. Ich habe halt, hab halt Angst, dass ich da in meiner Wahl nachher betrogen werde und dann Dalu der Kanzler wird, weil das will ich nicht. Nee, okay. Kannst du aber nicht dann für Dalu, ja. Ja, ich betrüge dich. Ja, aber das ist mir egal. Wen hättest du gerne als Kanzler, Jay? Jeden anderen. Oh. Jeden anderen? Ja, das ist mir scheißegal. Also du glaubst, auf beziehungsweise jeden Fall, dass Dalu Hitler ist. Ja, nö. Okay. Das kann sein, aber ich glaube, dass halt Dalu böse ist. Okay. Also ja. Ich glaube, so schlimm, dass weil Dalu Peter böse ist und deswegen bin ich gerade. Scheiße. Ah. Deswegen, also, wie gesagt, deswegen das weiß ich nicht, ob ich bei der Wahl mitziehen halt so werde, die er zum Kanzler nehmen wird. Okay, also, was ja auch interessant ist, nur um das nochmal zusammenzufassen: bei allen Sachen, die immer durcheinander wurden jetzt hier bei den ganzen Konstellationen, dass dadurch Mikkel, Peter eine komische Dreierkonstellation ist und so weiter und so fort, ging es immer darum, dass ich ja der Hitler bin. Mhm. Niemals einer von denen. Du hast ja eben sogar deine Secret Role noch auf den Tisch gelegt. Ja, aber verdeckt. Ja. Dann wäre mein, ach, das ist so gefährlich, aber er ist auch noch von dadurch confirmed, also wäre potenziell mein Alternativvorschlag Mikkel. Als Präsident. Als Kanzler. Als Kanzler würde ich Mikkel ja auch wählen. Also das wäre, sehe ich auch so. Also bei Mikkel sehe ich noch die geringste Chance. Ja. Das würdest du machen. Das ist ein Vorschlag, den Peter, ich habe ganz ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung, wer Hitler ist. Okay. Ich habe auch absolut keinen Schimmer. Also ich habe nicht mal eine Vermutung. Ist der Typ ist halt confirmed von Dadosh. Ist Dadosh böse oder nicht? Eben, weiß kann ich eigentlich, nicht. Eigentlich in meiner Vorstellung kann irgendwie so erfahrungsgemäß eigentlich nur jemand sein, der irgendwie an Blauen beteiligt war. Und also gut, Mikkel war an Blauen das beteiligt. Ist gut, aber vielleicht aber Mikkel auch war aber das ist halt so ein reines beteiligt. Bauchgefühl, weißt du? Im Endeffekt kann jeder sein. Außer bei dem, wo du weißt. Das ist halt echt schwierig. Aber gibt es eine Alternative zu Mikkel, wo es eine Mehrzahl geben würde? Nein? Nicht Mr. Räusper. Cliff, Jay. Also Moment, Sepp kann nicht. Ich darf nicht gewählt und Jay auch nicht. Also ich würd auch eher zu Mikkel tendieren als Kanzler. Okay. Viel wichtiger finde ich aber die Präsidentenfrage, weil der darf im Zweifel auch schießen. Das ist richtig. Okay. Ja, also ja, man muss sich einig sein, dass einer Peter, nicht Hitler ist. Ich glaube, dass Peter liberal ist. Ich glaube, das ist cool bei Peter. Ja, ich denke auch. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, nimm mal Peter. Das ist schon wieder straight. Das Problem ist, ich habe halt Angst, dass Peter mich betrayt und dann Dalu setzt. Ja, ich glaube, das Kanzler. Also erstens würde ich Peter, das machen. Ja, das wäre mal ein geiler Move. Ja, wer weiß. Okay, stell mal, also wie würde sich das für den Tisch, ganz ehrlich, die Bösen sind drei Leute, ja? Wir besprechen jetzt was. Ich betraye dich. Selbst wenn ich böser wäre, würde keine Wahl mehr durchgehen. Na klar, ich bin nur maximal drei Leute auf der bösen Seite. deine Stimme zu jedem fünffach. Ich bin liberal und mach ja, Peter. Also dann machen wir hier. Ich bin dabei. Das ist gar keine Option, jemanden so offensichtlich backzustabben, weil du dann für den ganzen Tisch im Sack bist. Ey Jay, ich würde Mikkel auch wählen. Ja, jetzt lullt er sich aber auch hier bei mir gerade ein. So das Gefühl, so, okay, alles klar, ich vertraue dir, Papa. Peter, ich sage dir. Peter, hier. Mach keinen Quatsch. Jetzt, wie abgesprochen. Wie abgesprochen, würde ich jetzt Mikkel wählen. Mikkel, bist du Adolf? Dann mach ich ja. Bin ich dabei. Es kann sein, dass er Adolf ist. Ne? Keine Ahnung, whatever. Wählen wir jetzt ja? Also das ist ja das, was ihr wolltet, ne? Also, dass du eher Mikkel glaubst. Ja, aber solange würdest du lieber du ja, selber und deswegen haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass, also Mikkel wurde als liberal von Dadosh konfirmt. Also das ist entweder das, was der ist Dadosh, entweder ist Dadosh und Mikkel sind beide Faschos und wir sind gefickt. Oder, Dadosh könnte immer noch Fascho sein und Mikkel als liberalen konfirmt haben. Oder ist es halt wirklich liberal-liberal? Also die Wahrscheinlichkeit, dass Mikkel öffentlich zumindest liberal ist, ist halt relativ hoch.
Aber höher als bei jedem anderen. Boah, Mikkel, guck mal, was wir halt wissen. Ich gönn dir das so. Ich hoffe, aber ob das klappt. So ist, nicht, weiß ich auch Mikkel. Nicht. Mikkel, gucken wir mal. Komm schon. Mikkel! Zeig uns das, Baby. Bist du Hitler? Ja. Bist du Hitler? Oh, Mikkel! Oh Gott, Alter! Jay, dass yes. du auch Fasche bist, hätte ich nicht Mikkel gedacht. Mikkel und Dadosch, Alter, ihr habt du warst einfach so ein U-Boot-Fasche. Mikkel und Dadosch, ihr habt einfach die, blaue die, hat die Übermoves gemacht. Mikkel, ich freue mich sehr für dich. Ich habe alles gegeben. Wunderbar. Das waren einfach, also wirklich, ich widme euch beiden diesen Sieg für diese Sequenz, die da passiert ist mit Peda. Ja. Ist ja. Einfach ja, nur, ja, ich hab hier dankend und grinsend gesessen. Es war so gut. Es war so oh, gut. Krass, ja, Mann. Alter, auch herzlichen Dank an meine Fasches. Also dadurch holy auch. Ich dachte ja. nicht bis dahin, also ich dachte, ich werde jetzt als Liberal, als Fasche confirmed. Ich und weiß. Schon in Verteidigung ja, natürlich, gebracht. Das hast du ja gesagt. Dass du hast ja gesagt, du willst nicht, weil du halt dachtest, dass dadurch halt liberal ja, ja. ist. Deswegen, das war halt ein deswegen echter Versprecher. Ich habe den Peter. Deswegen, Peter hat ja alles richtig Peter gemacht. Peter hat's gut ja, ja, richtig gelesen. Ja, aber du hättest doch trotzdem mir anders schenken können. Ja, natürlich hätte ich. Ich habe die Chance genutzt. Also ja, ich hätte das auch. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, damit Mikkel weiß, ich bin böse. Ach, Quatsch. Du hast nichts gemerkt. Ja, Dalu, es tut mir unfassbar leid, wie krass man dich kompromittiert hat. Das heißt, aber ich habe auch tatsächlich gedacht, also bei Jay mich, hätte ich gedacht, Dalu oder Sepp, also das einer also von das hier beiden. War auch mein wichtigster Jawort. Ich fand, da war ich sehr stolz drauf. Da freue ich mich auch. Da freue ich mich auch für mich. Ist oh Peter eigentlich noch Gott, da, oder? Das ist eine ja. gute Gruppe. Ja, okay. Also, das war jetzt echt Peter gut, aber ich finde, Dalu hat halt echt Kacke gespielt. Nein! Das hier, dein Vote, Mikkel zu voten, war Kacke, weil dadurch direkt Ja gesagt hat. Oh, ja, und danach krass. Warst das du auf Mikkels Seite und gegen mich. Ja, deswegen ich war dachte ich auch, Dalu ist mein Fasche-Freund, oder Sepp? Also, mit Jay habe ich echt nicht gerechnet. Also, ich muss sagen, die Fasches haben fantastisch gespielt. Das ja, war auch Mikkel und Dalu haben sie wirklich gut großartig gemacht. Wir haben aber auch das ich habe ja versucht, Dalu back ins Game zu ziehen. Ich du hättest ja einfach mich, wie du betrayst du hier Dingens nicht und wählst nicht. Ja, das wäre der Move gewesen. Ich möchte einmal festhalten, vor allem da halt Dadosch und ich quasi an letzter Stelle waren, ja. dachte ich halt, das Spiel ist dann als gewürfelt wurde, dass Christian da ich hab sogar eine blaue Glück gelegt. Gehabt, dass halt drei rote ja. Es fing auch super wurden. Stark an mit den ja, ja. Karten, die wir hatten. Also erst rot, okay, aber dann unfassbar. Ich hab ja sogar genau, eine blaue gelegt, dem, absichtlich. Ab dem also. Versprecher von Mikkel. Ich hab echt zeitweise überlegt, war das fucking absichtlich von Mikkel? War eigentlich gar kein Versprecher. Also ich war wirklich dafür, eher einen von denen zu checken, weil die eben als nächstes dran wären. So, ja, ne? Ich, halt also ich hätte nicht gedacht, dass man mir daraus dann so einen Strick drehen wird. War dann aber im Endeffekt dankbar dafür. Peter, du kriegst auf jeden Fall eine Ehrenmedaille hier von unserem von den Jetzt hätte es beschisser sein müssen, dass dadurch, dass es schnell umgesetzt hat, statt darüber noch ja, zu das gehen. Hatten wir auch als Thema gehabt, aber das war nicht das, wichtig. Das war das Thema, Peter. Chris hat am Ende ja auch nicht vertraut. Das habe ich Trilliarden-Themen. Also von ja. dem wollte ich, dem wollte ich nicht so viel Aufmerksamkeit würde, schenken, diesem was Thema. Was mich interessieren würde, ist, ob Mikkel wirklich drei blaue gezogen hat. Ja, habe ich wirklich, ja. Ja. Da, bin ich mir auch, da, war ich mir auch, da war ich mir auch zeitweise nicht sicher, ob er nicht gesagt hätte, ich habe eine blaue weniger gezogen. Weil das halt gefährlich war, weil dadurch dann viel mehr rechnen konnten. Ja, ja genau. Ja. Da war ich mir nicht sicher, ob das so der klügste Move war, aber ist egal. Am Ende nee, ich wollte kein Risiko eingehen, ne? Also, ja, ja, das schön die ich Hände habe sauber auch halten. Zwei blaue gekriegt, warum so, ja, ja. Chris hat natürlich recht, ne? Der Boy, der mit dem Blauen involviert war, war ja, natürlich der Bösewicht. Ich war die Faschisten, aber Dalu, Mikkel und Dadosch. Ja, also okay. Dalu auf jeden mhm. Fall. Dalu, Mikkel und Dadosch, ja gut. Dalu war echt komisch. Einer ruft rein, lass Mikkel checken. Jo, nehm ich. Ach, mega schade. Gut. Ja, hey, Dalu ja, tut mir halt wirklich leid, diese Runde, aber der war halt dieses Mal das Opfer, weil er halt recht hatte. Gut, so, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. War eine unfassbar coole Runde. Secret Hitler, haut rein, ciao. Tschüss. Tschüss.